Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Und die traurige Nachricht direkt am Anfang, das ist jetzt die erste Folge, die ich quasi aufnehme, nachdem bekannt gegeben wurde, dass FIFA Welt leider eingestellt wird. Aufgrund von, ja, wurde nicht näher genannt, aber wurde wohl, wenn man jetzt theoretischerweise auf diesen Link hier klickt, dann würde man auch auf die Webseite geführt werden, aber das würde mir jetzt in der Aufnahme nichts bringen. Also es hat auf jeden Fall irgendwelche Gründe, von wegen es war nicht profitabel genug etc. Und ja, ich habe auf meiner Facebook-Seite gefragt, also wer jetzt noch nicht auf meiner Facebook-Seite ist, ihr habt unten in der Infobox einen Link, da könnt ihr mich liken, und ich hatte auf meiner Facebook-Seite gefragt, ob ich halt jetzt diese 3 Monate, die es noch läuft, FIFA Welt, ob ich dann jetzt noch diese 3 Monate einfach Videos machen soll für FIFA Welt oder ob ich einfach FIFA 15 spielen soll. Da haben eigentlich alle, die geantwortet haben, haben geschrieben, ich soll noch diese 3 Monate FIFA Welt spielen. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wir haben so geile Teams jetzt zusammengebaut und Moment. Ja, wir haben jetzt so geile Teams zusammengebaut. Ach na, das natürlich nicht. Das ist kein geiles Team. Mit der Low-Pace-High-Class-Bundesliga und Low-Pace-High-Class-BBVA. Es wäre natürlich jetzt einfach total mega traurig, direkt aufzuhören. Deswegen werde ich es auch so machen. Ich werde jetzt die 3 Monate einfach noch weiter zocken. Halt hauptsächlich zocken, einfach um noch so ein bisschen, ja, das Spiel zu genießen mit den beiden Mannschaften natürlich, die wir als letztes gebaut haben. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir jetzt direkt in der nächsten Aufnahme den Titel gewinnen, deswegen werden wir da schon noch unseren Spaß haben. Ansonsten, vielleicht wird es auch noch den ein oder anderen Spieler geben, den ich kaufe, falls es da überhaupt noch Transfers gibt, weil die Transferzahlen sind ziemlich eingestürzt, nachdem das bekannt wurde. Momentan gibt es wo ist es? Wo steht's? Da, momentan gibt's nur noch 79.000, also knapp 80.000 Live-Transfers. Wir waren, bevor das bekannt gegeben wurde, wieder auf einem guten Weg, bei 180.000 fast. Und ja, ist eigentlich genau, deswegen ist es so schade. Das Spiel ist nicht mehr abgestürzt seit Ewigkeiten. Es gibt also weniger Bugs. Plus, die Menüführung ist schnell. Plus, der Transfermarkt wurde wieder größer. Also eigentlich waren wir gerade wieder im Aufwind bei dem Spiel, aber das Spiel wurde halt jetzt abgebrochen. Es wird leider deswegen auch keine Team of the Weeks mehr geben. Das heißt, die Team of the Week Spieler oder die Man of the Team of the Week Spieler, ja doch, stimmt schon. Die Team of the Week Spieler oder die Man of the Match, die es bei FIFA 15 jetzt gibt, die kommen nicht mehr in FIFA World rein. Das ist sehr schade, aber was soll's. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei allen Zuschauern. Wie gesagt, es gibt es auf jeden Fall auch diese 3 Monate, gibt es noch Folgen. Und mal gucken, wie viel ich produziere. Vielleicht produziere ich auch einfach so viel voll, dass wir bis FIFA 16 mit den FIFA World Videos hinkommen und ich dann direkt mit FIFA 16 anfangen kann und nicht erst noch FIFA 15 kaufen muss. Wie das genau dann am Ende aussieht, weiß ich noch nicht. Es wird weiter FIFA World geben, erstmal. Und ich bedanke mich nochmal bei allen meinen Zuschauern. Ich bedanke mich vor allem bei allen, die mir Coins gespendet haben und die es mir ermöglicht haben, so extrem viele geile Teams zu bauen mit so dermaßen teuren Spielern, die ich mir sonst hätte niemals leisten können. Hier kam auch nochmal eine kleine Spende rein. Das heißt klein. Wir haben eine Spende von 850.000 bekommen. Der Spender wollte jetzt nicht explizit genannt werden. Deswegen vielen Dank an Anonym für diese doch sehr großzügige Spende. Und ich werde in der allerletzten Folge, in der allerletzten FIFA-Welt-Folge, die ich veröffentlichen werde, werde ich alle Coins, die ich zu diesem Zeitpunkt dann noch haben werde, in Packs natürlich investieren. So einfach aus Spaß an der Freude. Aber bis dahin, ja, werden wir erstmal noch zocken. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob wir noch Gegner finden. Vielleicht spielt ja auch gar niemand mehr. Aber ich denke, es hat sowieso nicht jeder mitbekommen, dass das Spiel irgendwann abgesetzt wird. Ja. Sieht ganz gut aus, wenn wir jetzt alle 3 Spiele gewinnen würden, hätten wir auch den Titel in dieser Liga, in dieser Saison geholt. Liga 1 mit diesen beiden Teams, das wäre ziemlich cool. Götze hat ja ganz gut eingeschlagen. Wir müssen aber jetzt erstmal eine Runde BBVA spielen. Ist da auch der Götze mit drin? Jo. Tja, dann würde ich sagen, Suarez war auch kein schlechter Stürmer. Hoffen wir, dass wir einen Gegner finden. Und vielleicht haben wir ja auch jetzt endlich gar keine Abbrecher mehr, keine Spieler mehr, die mit irgendeinem nervigen Bronze-Team spielen und dann abbrechen, weil die brauchen die Coins ja jetzt eh nicht mehr. Also was wollen sie mit den Coins, wenn
sowieso niemand mehr spielt. Okay, ich hoffe mal, dass der Typ spielt mit seinem Koreaner-Team. 2665 Siege, 1504 Niederlagen. Sieht schon so aus, als ob er spielen würde. Das Team ist natürlich rein von den Zahlen viel, viel schlechter als meins. Das sollte klar sein. Der beste Spieler ist der Torwart mit 73. Alle anderen, es gibt keinen anderen, der 70 hat. Es gibt keinen einzigen anderen, der 70 hat. Es müsste Südkorea sein, wenn ich mich recht entsinne. Wobei ich die Flaggen nicht wirklich auseinanderhalten kann. Also keine Ahnung, kann auch Nordkorea gewesen sein. Aber ich gehe mal davon aus, es ist Südkorea. Naja, dann hoffe ich mal, dass mein Team... Stimmt ja, ich fange jetzt immer defensiv an. Ich hoffe mal, dass mein Team zeigen kann, dass es wirklich das Bessere ist. Und ich ja nicht ein böses Erwachen gegen ein Silber-Team habe, wo noch ein Bronzespieler mit drin ist. Schade, eine Drehung zu viel. Ich wollte mich halt genau jetzt nochmal reindrehen in die Mitte und dann auf Suarez passen. Das hat leider nicht funktioniert. Da ist der Spieler gerade hingefallen. Sehr schön. Komm, schieß doch einfach. Oh, Fallrückzieher. Wenn der reingegangen wäre, wäre natürlich richtig geil gewesen. Aber leider kommt er nicht zum Fallrückzieher, den er angesetzt hat. Ja, man sieht schon, Ballkontrolle ist jetzt nicht so die Welt von den Silberspielern. Aber ich denke mal, er spielt halt nicht schlecht. Also er wird wahrscheinlich spielerisch vieles gut machen können. Ah, schade. War vielleicht ein bisschen zu optimistisch, zu glauben, dass der Pass da ankommt. Ja, da war ich ja eigentlich schon durch, schade. Hätte ich auch, ja, vielleicht einen Abschluss finden sollen. Aber bisher mache ich mir da keine Gedanken. Es wird schon noch passieren, hoffe ich. Oh, kommt sogar zum Kopfball. Mein Spieler war aber auch sehr schlecht positioniert, muss man dazu sagen. Es leckt leicht, also es gibt leichte Verzögerungen. Es ist nicht so schön. Ich hoffe aber... dass ich das nicht so bemerkbar macht. Verdammt! Wäre, denke ich, ein guter Distanzschuss geworden von... War das... Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, es war Rodriguez. Ah, hätte ich eher passen müssen. Also er läuft mir auf jeden Fall immer ganz gut den Ball ab, beziehungsweise er schafft es immer so kurz bevor es wirklich gefährlich wird, mir den Ball da wegzunehmen oder mich am Schuss zu hindern, wie auch immer. So, und jetzt gehen wir einfach mal in den Sprint, ich brenne ihn. Und das mit meinen wirklich nicht schnellen Spielern. Will was heißen. Oh, was war das denn? Was war das denn bitte? War das gerade ein Kopfball mit der Brust oder wie? Suarez kein Bock auf einen geilen Kopfball. Schade. Muss mal aufpassen, dass er uns hier nicht hässlich überrennt. Sehr gut. Diesmal gut positioniert vom Innenverteidiger. Jetzt mal einen kleinen Konter. Ja, also wir waren ja überhaupt noch nicht abschlussgefährlich, aber er verteidigt einfach super gut. Also, ja, er verteidigt wirklich sehr gut. Kann man nichts sagen. Hatte einen Schuss, den der Torwart von ihm abgewehrt hat, der aufs Tor ging. Ansonsten wurden meine Schüsse eigentlich immer geblockt. Und wie gesagt, seine Defense steht einfach sehr solide. Also durchkombinieren ist wirklich sehr schwer bei ihm. Ah, schade. Der versucht auf jeden Fall viel über außen rennen und reinflanken. Ich weiß nicht, ob er jetzt so einen kopfballstarken Stürmer hat, dass er das macht. Auf jeden Fall ist es sehr auffällig. So. Ich komme zwar nicht so gern über außen mit dem Team, weil
es ja eigentlich zum Kombinieren gedacht ist, aber... Ach, schon wieder wird der Schuss geblockt. Verdammt. Jetzt vielleicht mal. Der war leider zu unplatziert. Ja, und da läuft er ihn den Ball wieder ab. Sehr schön. Iniesta. Komm, Suarez hat doch einen guten Distanzschuss, oder etwa nicht? Immerhin die erste Ecke für uns. Ich meine, er hat ja keine guten Innenverteidiger. Er hat keinen guten Torwart im Vergleich zu meinem. Deswegen, vielleicht kommen wir ja über eine gefährliche Ecke oder halt auch nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er uns hier nicht schon wieder überrennt. Da habe ich keinen Bock drauf. Weg damit. Suarez in Szene setzen klappt leider nicht so richtig, wie ich gehofft habe. Also mich würde es nicht wundern, wenn es hier ein Unentschieden gibt. Jetzt leckt es halt wirklich nochmal einen Tick mehr. Unentschieden wäre zwar fast schon, ja, das heißt fast, Unentschieden wäre ziemlich peinlich. Gegen so ein Team, aber er verteidigt einfach gut. Was soll ich machen? Und mir fehlt auch so das Quäntchen Glück, dass halt meine Schüsse nicht so oft geblockt werden. Ich gehe mal auf ausgeglichen, dass ich nicht mehr ganz so defensiv stehe. Vielleicht schaffe ich es dann eher mal durchzukommen. Das kombiniert aber auch viel und geht nicht mehr über außen. Hat er gemerkt, dass er mit Flanken nicht weit kommt. Ah, jetzt bekommt er noch eine Ecke. Also gegen ihn verlieren will ich auf jeden Fall nicht. Das wäre jetzt schon sehr eklig. Ja, wenn man natürlich eine Ecke so verteidigt, dann kann das auch mal ins Auge gehen. Oh, die Lecks sind gerade so pervers eklig, aber egal. Seine Verteidiger sind auf jeden Fall auch nicht schnell. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es wird echt ein Unentschieden, wie eklig. Also richtig böse bin ich ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt ein Unentschieden nur ist, weil er hat halt gut gespielt, im Sinne von, er hat gut verteidigt, ne? Habt ihr ja selber gesehen. Aber gegen so ein Team will man natürlich gewinnen, das ist ja klar. Ärgerlich. Haben wir noch eine Chance auf den Titel? Immer noch? Ach so, ja, weil ja ein Unentschieden und zwei Siege reichen würden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir müssen jetzt noch zweimal gewinnen. Dann würde ich sagen, machen wir doch direkt noch ein Spiel und hoffen auf einen nicht ganz so defensiv starken Gegner. Ich habe eigentlich gehofft, dass gerade die guten Gegner jetzt nicht mehr spielen, wenn sie wissen, dass sie nicht nur noch 3 Monate zocken können, aber vielleicht sind gerade das die Spieler, die am meisten spielen. Oh, da haben wir eine klassische Pace-Hore auf jeden Fall. Reus, Aubameyang, Sam, sehr schneller Sturm. Und dann im Mittelfeld auch gute ZMs mit Kroos, Boateng und De Bruyne. Sogar Second In vom De Bruyne. Dann haben wir nochmal Boateng in der Innenverteidigung, Benatia in der Innenverteidigung, ja, auch sehr starke Innenverteidigung. Sehr merkwürdiger Torwart, warum stellt man da bitte schön nicht Neuer rein? De Gea hat überhaupt gar keine Verbindung gehabt. Und ich glaube, links hat er eher Jordi Alba als Linksverteidiger. Tja, dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, dass wir hier jetzt gewinnen. Scheint auch nicht zu lecken, das Spiel. Ist natürlich schon mal angenehmer als das. Schade. Als das gerade eben noch der Fall war. Müssen wir in dem Spiel natürlich aufpassen, dass wir nicht wieder von der Pace überrannt werden, die der. Ach, schade. Der Gegner hier mitbringt. Na also. Ach, und wieder behalte ich den Ball nicht. Jetzt habe ich aber gerade ein bisschen Pech. Ja, einfacher Ball für Casillas. Ach
so, das ist ja auch wieder ein Spieler mit 3 ZMs. Und ich hatte ja bisher meine Probleme, wenn der Gegner ebenfalls 3 ZMs hat. Dann mal gucken, ob sich das... Ah, das war schön getrippelt eigentlich, aber dann leider am Ende wieder den Ball verloren. Bisher hatte ich ja, wie gesagt, immer Probleme mit 3 ZMs. Vielleicht habe ich ja bei ihm jetzt nicht so den Stress. Nicht auf ihn, what the fuck? Oh, was war das denn für ein Reusenpass? Oh. Ja, muss ich mir natürlich wieder selber zuschreiben, weil ich anscheinend den Controller beschissen gedrückt habe. Also ich wollte woanders hinpassen, aber anscheinend mit meinem Daumen den Controller so gehalten, dass er an die Innenverteidigung passt. Und dann kommt halt der Dreck dabei raus. Aber ist ein Spiel, wo ich sage, können wir noch drehen. Hoffe ich zumindest. Ne, hoffe ich nicht, weiß ich. Tja, 1-1, so spiele ich Fußball. Gibt's halt ein unverdientes Gegentor und bei mir war es schon rausgespielt. Von daher würde ich sagen, ich habe eigentlich jetzt... Ich bin in Führung, weil mein Tor besser war. Punkt. Was für ein geiles Tor. War natürlich auch verdeckt geschossen, aber ich denke, so platziert in die Ecke, da kann De Gea nichts mehr machen, auch wenn er da den eher gesehen hätte. Sehr gut. Dann gehen wir direkt wieder auf Defensiv. Ah, ja, es ist auf jeden Fall jemand, der gerne über seine Pace läuft. Was ich natürlich zu verhindern weiß, oder zumindest hoffe ich, dass ich das zu verhindern weiß. So, Rodriguez, einer der schnelleren Spieler in meinem Kader. Ach, Mann. Das Kopfball aber auch so schlecht kommen. Sehr schön von Marcelo. Ach, ich wollte schon sagen, wenn ich da nicht gefoult werde, spiele ich halt wieder einen Lauf und es ist ein 2-1. Was soll denn das? Rätsch auch gerne mal ein bisschen sinnlos rum, wie es aussieht. Ah, schade. Wie er einfach nur versucht, mit sinnlosen Pässen in die Spitze irgendwas... Oh nein. Was mache ich denn hier gerade? Was mache ich denn hier gerade? Wie er einfach nur versucht, mit sinnlosen Pässen in die Spitze durchzukommen. Ja, okay, jetzt habe ich es nicht mehr verdient, das Spiel zu gewinnen, weil scheiße Spiel. Nicht, kein guter Tag für FIFA Welt, wie es aussieht. Ich bin auch zu aufgebracht, weil das Spiel abgesetzt wird. Ja, war natürlich der zweite Fehler, also das zweite Tor, was ich ihm schenke. Und das Spiel darf ich gar nicht mehr gewinnen. Nach zwei so kapitalen Fehlern. Der Gegner ist auf jeden Fall schlechter als ich. Und meiner Meinung nach auch nicht wirklich, wie sagt man, kreativ in seinem Angriffsspiel, wie man es bisher gesehen hat. Aber wenn ich ihm halt zwei Tore schenke, dann hat er es trotzdem verdient zu gewinnen. Von daher, für mich ist das Spiel schon abgehakt, egal wie es jetzt noch ausgeht. Ja, beim nächsten Mal wieder besser anstrengen. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt leider unsere Titelchance fahrlässig abgegeben haben. Aber da ja das Spiel sowieso noch 3 Monate gehen soll, oder knappe 3 Monate, würde ich behaupten, ist es ganz gut, dass wir den Titel nicht gewinnen, dann haben wir noch ein Ziel, auf das wir zuarbeiten können. So, warum ist da niemand von? Ich gehe mal auf Offensiv. Ein Tick zu weit, würde ich sagen. Ein Tick zu weit. Oh, wie geil das gewesen wäre, wenn ich ebenfalls ein Tor geschenkt bekommen hätte. Ach, ist das ärgerlich. Schade. Schön rausgeköpft. So, haben wir mal einen kleinen Konter, vielleicht...
können wir da ja noch was drehen. Mach das Ding rein. 2-2. 2-2. Okay, meine beiden Tore waren rausgespielt. Seine beiden Tore waren geschenkt. Ich würde sagen, ich führe. Weil meine Tore geiler waren als seine. Natürlich Abpraller, logisch, aber trotzdem rausgespielt, ne? So. Und jetzt bitte nicht ein drittes Tor nachschenken. Also, ich rede gerade mit mir selber, logischerweise. Das war natürlich ein bisschen Glück für ihn. Diesmal nicht irgendein merkwürdiger Pass nach draußen, sondern sehr schön antizipiert, Paxis. Komm, Suarez. Ach, ärgerlich. Muss der Torwart haben? Sehr gut. Oh, wie Rodriguez genau in dem Moment stehen bleibt, als ich den Pass in die Spitze spiele, nachdem er ja eigentlich die ganze Zeit rennt und sogar ein Stück Vorsprung hatte. Ach, Peso. Hallo, hallo, geht mal jemand hin? Verflucht. Unentschieden. Oh, das gibt's doch nicht. Komm, drittes Tor geschenkt. Sehr gut. Ja, unentschieden ist natürlich überragend im Spiel, nachdem ich ihm hier zwei Tore geschenkt habe. Aber es ist so traurig. Ich schieß zwei Tore und er... Also ich schieß zwei Tore aus eigener Kraft und... Ah, wenn ich ihm nicht die beiden geschenkt hätte, ne? Ärgerlich. Wie mein Spieler einfach behindert dasteht, obwohl ich ihn halt steuere und es dazu deswegen dazu kommt, dass ich den Ball bekomme, weil der Gegner einfach an meinem Baumstamm quasi hängen bleibt. Ah, Foul, Foul, hallo, ich wurde gehalten. Ja, leg dich hin. War halt so klar ein Foul. War eigentlich meiner. Naja, das war's, unentschieden, wie gesagt, absolut unverdient, also irgendwie unverdient und gleichzeitig verdient, ne? Unverdient, weil ich habe zwei so kapitale Fehler gemacht, das hätte ich niemals gewinnen dürfen, das Spiel. Unverdient, weil ich halt zwei Tore aus dem Spiel rausmache und er bekommt sie halt geschenkt. Aber trotzdem, ein totales Drecksspiel von mir, also richtig schlecht gespielt, gegen so einen Gegner. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wieso, ich habe ihn eigentlich ernst genommen. Logischerweise habe ich ihn ernst genommen, aber unkonzentriert wahrscheinlich, ja, unkonzentriert. Vielleicht traurig, weil das Spiel vorbei ist irgendwann bald. In knappen 3 Monaten. Oder 2,5. Irgendwas in die Richtung. Keine Ahnung. Aber mir fällt gerade so ein, da wir ja in Zukunft sowieso keine Challenges mehr haben. Ich würde mal interessieren, was so ein Luis Suarez Inform, was der kostet. Einfach mal so aus Interesse. Vielleicht kann ich ihn mir sogar leisten. Dann würde ich ihn vielleicht sogar kaufen. Weil dieses Low Pace, ich meine, er ist immer noch nicht super schnell, der Luis Suarez in Form, aber Challenges sind ja durch. Und wenn wir halt weitere Challenges gezockt hätten, hätte er halt gesagt, okay, wir behalten diese Millionen Coins, die ich hier habe, für die nächste Challenge, aber es wird keine nächste Challenge geben. Okay, 2,5 Millionen scheint also etwas zu teuer zu sein, aber habe ich mir schon fast gedacht. Mindestpreis machen wir mal... Ja, machen wir mal 500.000. Ja, schade. Sind denn eigentlich solche Spieler wie Ronaldo immer noch so teuer? Jetzt, wo keiner mehr das zockt? Sieht so aus. Komisch. Aber wie gesagt, das, man darf halt nicht vergessen, dass immer noch viele Spieler das gar nicht mitbekommen haben, dass das Spiel halt eingestellt wird und einfach weiterzocken und dann aus allen Wolken fallen, wenn es mal soweit ist. Darf man halt auch nicht vergessen. Und ich werde halt auch in jedem Video von FIFA World, schreibt mir halt irgendjemand, hast du schon gewusst, dass das abgeschalten wird? Ja, meine Freunde, ich weiß es, leider Gottes. Und wie gesagt, genießen wir einfach weiter die Zeit und wie sagt man so schön, sei nicht traurig darüber, dass es vorbei ist, sondern freue dich, dass es passiert ist. Und genauso ist es bei FIFA World auch. Außerdem, es geht ja weiter. Ich werde ja danach
Ich werde danach definitiv weiter FIFA zocken. Was genau sehen wir dann? Also ob das dann FIFA 15 ist, weil noch zu viel Zeit ist, bis FIFA 16 rauskommt, oder ob wir direkt mit FIFA 16 anfangen, das sehen wir dann. Aber ich werde auf jeden Fall wieder FIFA zocken, solange wie ihr quasi die Videos anschaut, solange wie ihr die FIFA-Videos anschaut, solange wie ihr die FIFA-Videos positiv kommentiert oder positiv liked. Also solange ich merke, dass euch dieses Let's Play gefällt von FIFA, von Fußball, dann wird es logischerweise weitergehen und dann wird es eben FIFA 15 oder FIFA 16, das ist ja egal. Auf jeden Fall geht's weiter, das kann ich schon mal sagen. In diesem Sinne, wenn ihr mir beweisen wollt, dass FIFA immer weitergehen soll und niemals aufhören darf, mein FIFA Let's Play, dann liked, kommentiert und abonniert und gebt einen Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Und dann bin ich hoffentlich wieder gefestigt und fahre 2 Siege ein. Neue Saison, neues Glück. Bis dann. Tschö, tschö.